Der letzte Teil unserer Reihe der Wahlprogramme mit den zur Bundestagswahl. So wollte ich das sagen, nämlich. Ja, heute steht nämlich die Partei an, die die kleinste Fraktion nämlich ist im Bundestag, und das ist die Linke. Ja, was sie vorhat, was sie möchte und ob es überhaupt mal für eine Regierungsbeteiligung reicht, das schauen wir uns heute hier bei Update Spezial mal an. Und natürlich geht es ja auch noch bei Dercho TV auf YouTube unter anderem mit der Wahl weiter. Wie? Das erzähle ich auch noch. Aber erstmal begrüße ich euch ganz herzlich zu einem Update-Spezial hier an diesem Dienstag live, nicht live, live on tape, kann man sagen, auf Twitch, nein, auf YouTube, so heißt es, verdammt, ja, das verwechselt man immer wieder, wenn man regelmäßig öfters auf Twitch unterwegs ist als auf YouTube, also was nämlich das Bewegtbild-Content hier bei Dercho TV angeht. Und ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Ein bisschen hat der Wadi anscheinend wieder mal umgestellt, so sieht es nämlich aus. Aber nun gefällt mir das auch ein bisschen. Das hat unter anderem auch mit diesem Mikrofon hier zu tun, weswegen ihr dieses Mikrofon ja jetzt auch öfters sehen solltet, auch wenn ich es mal immer wieder gerne kaschieren möchte. Demnächst hängt es vielleicht über meinen Kopf, wer weiß, dafür bräuchte ich noch einen Arm. Aber was soll's? Wer mir einen guten Abend vorschlagen kann, gerne in die per Mail im Übrigen. Ja, wir haben vor, ich weiß nicht, 2, 3 Wochen begonnen mit den Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien und haben mit der CDU/CSU, der derzeit stärksten Fraktion im Bundestag, begonnen, über die SPD zur AfD, dann Grüne bzw. FDP. Grüne, und jetzt sind wir bei den Linken. Das ist also der letzte Teil heute. Aber falls ihr den Wochenplan auf Social Media entnommen habt, wisst ihr ganz genau, dass es eigentlich noch weitergehen wird. Und zwar wird es am kommenden Donnerstag dann noch den Wahl-O-Mat geben. Ja, den werde ich auch noch mit euch machen. Den habe ich schon einmal gemacht, scherzeshalber, um einfach mal ein bisschen was auszutesten. Jetzt wird es aber dann eher wohl so sein, dass ich dann mit euch den Wahl-O-Mat mache. Da werde ich mir aber auch noch dann für die nächste Ausgabe am Donnerstag, das wird dann auch der 16. September sein, mir was zu überlegen. Sind ja dann auch noch 10 Tage bis zur Wahl. Nun denn, kommen wir aber jetzt zum Wahlprogramm der Linkspartei. Wie gesagt, sie ist die kleinste Oppositionspartei im Bundestag, und hat ja derweil auch mit sich zu kämpfen. Vor allem natürlich auch ist die Frage, ist die Linke wählbar, beziehungsweise kann sie regieren? In einzelnen Bundesländern regiert sie, in Thüringen stellt sie ja sogar den Ministerpräsidenten. Und ja, das ist halt natürlich auch die Frage. Vor allem bei bezüglichen Themen, sogar auch vor der Außenpolitik. Darüber wollen wir heute mit euch reden, und wie gesagt, das in einer kurzen Zusammenfassung. Ich zeige euch aber dann natürlich auch noch, wo ihr euch das Wahlprogramm der Linken ausführlich natürlich euch durchlesen könnt und was ihr natürlich auch noch alles so, sagen wir mal, noch hinbekommen solltet und möchtet und würdet und wie auch immer. Beginnen tun wir natürlich mit einem der großen Themen, aber bevor wir natürlich dazu kommen, zum Thema Arbeit nämlich, möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, dass es nämlich ja auch ein Spitzenduo gibt, was sowohl als Mann als Frau auch besteht. Das haben ja unter anderem neben den Linken ja auch die AfD und auch die Grünen nämlich mit jeweils einem Spitzenduo, während dann natürlich die CDU, CSU mit Armin Laschet als Spitzenkandidat natürlich geht, wenn wir mal, ne, bei der CSU gibt es ja auch noch einen, dann bei der SPD ist es Olaf Scholz, bei der FDP ist es halt nur Christian Lindner, gehen zumindest 3 andere Parteien mit einem Duo. Und das ist in diesem Falle Dietmar Bartsch und Janine Wisseler. Letzteres ist ja natürlich erst seit kurzem nämlich neue Chefin der Linken. Und das Linken-Duo will natürlich, sagen wir mal, auch etwas nämlich hinbekommen, und zwar nämlich mehr Prozente und mehr Stimmen als bei der vergangenen Wahl oder bei den vergangenen Wahlen. Ja, starten wir dann durch mit dem ersten Thema, und wir blicken da auf das Thema Arbeit. Natürlich habe ich auch hier für euch schöne Grafiken entwickelt bzw. zusammengefasst, was es natürlich gibt. Und beim Thema Arbeit geht es schon direkt sofort los, wie ihr es auch eingeblendet könnt, der Mindestlohn selbstverständlich. Der soll auf 13 Euro pro Stunde erhöht werden. Die Normalarbeitszeit, da will die Linke nämlich auch dran rütteln, die soll begrenzt werden auf 30 Stunden pro Woche, aber es soll auch noch eine Höchstarbeitszeitstunden geben.
von maximal 40 Stunden. Die sollen dann wirklich dort begrenzt sein und nicht höher gehen als diese 40. Außerdem soll der gesetzliche Urlaubsanspruch erhöht werden von derweil 24 Tage auf nun 36 Tage. Der Vorstand der Linken hatte sogar nur 30 Tage vorgesehen. Da setzte sich aber dann die Änderung beim Parteitag mit dem Antrag natürlich dann auch durch. Beim Thema Leiharbeit, das will man verbieten. Komplett soll abgeschafft werden und eine sachgrundlose Befristung soll abgeschafft werden. Und für Manager und Vorstandsgehälter sollte es auch noch verbindliche Obergrenzen geben. So heißt es nämlich, sie dürfen nicht mehr als das 20-fache des niedrigsten Gehalts im Unternehmen betragen, also Millionenbeträge sollen die entsprechend nicht mehr verdienen, die ganzen Manager da oben. Ja. Beim Thema Familie und Bildung, da will die Linke eine ganze Menge machen. Vor allem fordert man ja eine gebührenfreie und öffentliche Kinderbetreuung und auch ein Mindestelterngeld mit einer längeren Laufzeit natürlich, 12 Monate pro Elternteil, also insgesamt 2 Jahre. Ja, insgesamt, wenn man das so ausrechnen würde, also 1 Jahr pro Elternteil. Es soll mehr Personal für die Schulen und für die Kitas geben und auch Investitionen in die Infrastruktur, sowohl, wie gesagt, dass man da hinkommt und natürlich auch im digitalen Sinne. Das Ziel des Ganzen bei den Linken, Bildungsgerechtigkeit. So sollen für alle Kinder nach den Forderungen der Linken im Wahlprogramm Ganztagsschulen ermöglicht werden, vorzugsweise in Form von Gemeinschaftsschulen, also wohl alle zusammen. Alle Schulen müssten auch barrierefreie Zugänge bekommen und eine adäquate Ausstattung. Also das heißt, dass die Ausstattung zumindest aktuell aussehen soll und nicht so alt und kaputt. Auch mehr Lehrkräfte soll es geben und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in jeder einzelnen Schule. Allen Kindern soll natürlich dann auch ein Laptop zur Verfügung gestellt werden, ein Drucker und einen kostenfreien Internetzugang zu Hause sogar zur Verfügung gestellt werden. Also dass das sogar auch noch, das muss man so sagen, dann von den Linken zur Verfügung gestellt wird, das wollen die natürlich auch. Kommen wir dann zu den Auszubildenden. Da plant die Linke ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren. Also das heißt, dass natürlich dann quasi, wenn das dann, sagen wir mal, nur da, wo man sich bewirbt, die halt natürlich erfahren, wer da natürlich dann sich bewirbt. Das ist natürlich auch logisch. Ist ja auch die logische Konsequenz, das muss man so sagen. Und das mögliche Schulgeld soll wegfallen. Das unter anderem will man auch machen. Bei den Hochschulen, da will die Linke das Ganze auch für Menschen öffnen, die schon eine berufliche Ausbildung hatten. Und wenn sie halt sich halt umentscheiden und sagen, okay, ich habe eine berufliche Ausbildung, dann will ich nochmal studieren gehen. Studiengebühren, Numerus Clausus, Auswahlgespräche, auch Intelligenztests und Befristungen, zum Beispiel für wissenschaftliches Personal, soll es dann auch nicht mehr geben. Und beim Thema Hochschulen natürlich, BAföG, das soll komplett verändert werden. Es soll keine Rückzahlungen geben, keine Altersgrenze, keine Relevanz, wie viel die Eltern verdienen und auch keine Leistungsüberprüfungen. Also das heißt, jeder, der studieren will und BAföG braucht, soll BAföG bekommen. So heißt es. Bei der Grundsicherung, das ist auch ein großes Thema für die Linke, vor allem das Thema Hartz IV, das will man ja abschaffen. Und natürlich auch, sagen wir mal, sozial gerechter auch natürlich ersetzen. Und das natürlich dann durch ein garantiertes, sanktionsfreies Mindesteinkommen in jeder Lebenssituation. Also das heißt quasi, man könnte es quasi nennen, ein Grundeinkommen in Höhe von 1200 Euro. So wollen das die Linken gerne machen. Und dazu soll es auch das Gleiche für die Rente gelten. Das gesetzliche Rentenniveau soll auf 53% angehoben werden. Und es soll möglich sein, mit 65 spätestens in Rente zu gehen, ohne Abschläge in die Rente gehen, also ohne entsprechende Abschläge, um dann dort auch in die Rente gehen zu können. In eine solidarische Erwerbsbetätigungsversicherung sollen dann auch natürlich Abgeordnete, also sprich Politiker in Landtagen und im Bundestag natürlich einzahlen, aber auch Selbstständige und Beamte, alle Erwerbstätigen sollen auch in das Sozialsystem einzahlen, so auch dann hier Beamte, Selbstständige und Unternehmer. Beim Thema Krankenversicherung, da wollen die Linken die private und gesetzliche Krankenversicherung abschaffen. Die Trennung soll es nicht mehr geben. Diese Leistungen sollen dann in beiden Fällen gleich sein. Also man will da wirklich eine solidarische Gesundheitsversicherung einführen und kein
Zwei-Klassensystem, wie es die Linke halt nennt. Ein weiteres Ziel auch die Pflegevollversicherung, bei der es keinen Eigenanteil mehr geben soll, und die private Pflegeversicherung, die soll abgeschafft werden. Bei den Pflegekräften, da will die Linke 500 Euro mehr Gehalt und eine, so heißt es, gesetzliche Personalbemessung für alle Berufe in Krankenhäusern und Pflegeheimen einführen. Die Fallpauschale in Krankenhäusern soll abgeschafft werden und alle Krankenhäuser in die öffentliche Hand und in die Gemeingenützigkeit überführt werden, also nicht mehr privatisiert. Und die Entnahme von Gewinnen durch Krankenhausbetreiber soll entsprechend verboten werden. So müssten sie dann, sie müssten im Betrieb bleiben, also sprich natürlich dann fürs Personal und natürlich auch für den Ausbau des Krankenhauses entsprechend. Und zur Rekommunalisierung soll es unter anderem einen Fonds des Bundes geben, sollten die Linken ein Teil der Regierung sein und mit ihrer Forderung da durchkommen. Thema Wohnen und Bauen, Thema Mietendeckel, das ist bei den Linken auch sehr groß. Ein bundesweiter Mietendeckel soll eingeführt werden. So sollen auch die Spekulationen mit Wohnungen abgeschafft werden. Auch die Bodenpreise sollen gedeckelt werden und die Privatisierung von öffentlichen Grundstücken durch ein Bodensicherungsgesetz gestoppt werden. Außerdem soll die Zulassung von Immobilien und Hedgefonds entzogen werden, damit Wohnraum weiterhin kein Spekulationsobjekt mehr ist. Und ein Vergesellschaftungsgesetz soll unter anderem auch ermöglichen, dass Grund und Boden auch einfacher in öffentliches Eigentum dann auch überführt werden kann, um damit dann auch dort Sozialwohnungen bauen zu können, zum Beispiel. Thema Digitalisierung, der Internetzugang, natürlich klar, Deutschland liegt ja in einer neuesten Statistik, das wissen wir ja derweil ja ziemlich weit hinten, vorletzter, nur Albanien ist schlechter, so wie ich es verstanden habe, und da soll natürlich dann Internetzugang für alle gefordert werden, der Netzausbau soll auch im ländlichen Raum vorangehen und auch die Möglichkeit ohne Smartphone und App, also zum Beispiel, dass man wirklich überall die Möglichkeit hat, auf Bus und Bahn fahren zu können. Einen besonderen Blick wirft auch die Linke beim Thema Datenschutz und Nachhaltigkeit bei der Produktion und Nutzung digitalisierten Medien und Endgeräten vor allem voran. Beim Thema Wirtschaft, da fordert man unter anderem beim Schwerpunkt Staatsanwaltschaften gegen sogenanntes Union-Busting, also Firmen, die Betriebsratgründungen verhindern oder Betriebsräte behindern. Da will man nun eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, die nicht nur auf Standortkonkurrenz nämlich setzen soll, sondern mehr auf die Nachfrage im Inneren ausgerichtet sein soll. So, zudem will man auch ein Spekulationsverbot für Agrarrohstoffe und für Nahrungsmittel verhängen. Ist das noch das Richtige? Nein, das ist nicht das Richtige, das ist die richtige Grafik. Beim Thema Klima, da hat Wadi wieder gepennt. Das wird zum Running Gag, Leute. Das wird zum Running Gag. Aber keine Sorge, die neueste Grafik ist schon wieder drin. Das heißt, das muss ich jetzt markieren, damit ich auch dann im Flow bleibe. Beim Thema Klima, da will man spätestens 2035, also in 14 Jahren, klimaneutral sein in Deutschland. Geplant ist unter anderem auch ein Klimatransformationsfonds in Höhe von 20 Milliarden Euro im Jahr für den Umbau der Industrie und für die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen ebenfalls in diesem Bereich. Beim Thema Mobilität, da geht es vor allem, wie gesagt, um den Ausbau der Deutschen Bahn bzw. generell der Bahn und dass auch der öffentliche Nahverkehr auf dem Land vor allem auch ausgebaut wird. Außerdem sollen dafür dann auch die Preise, um natürlich Bus und Bahn günstig fahren zu können, senken für die Fahrgäste, was natürlich auch sinnvoll wäre. Bei den Themen Steuern, ne, nicht Steuer am Lenkrad, sondern Steuern an sich, da möchte die Linke eine progressive Vermögensteuer einführen, die auch in der ersten Linie ja sogar auch noch, sagen wir mal, die Superreichen treffen soll, also die wirklich ihr Arsch voll mit Kohle verdienen, kann man auch sagen, und nicht die klassischen Häuslebauer, wie man es so schön sagt. Einkommensteuerfreibeträge will die Linke anheben, so soll der Vorschlag unter anderem sein, dass bis zu 1200 Euro alles steuerfrei ist. Die Erbschaftssteuer soll auch dementsprechend erhöht werden. Wie viel? Das steht da drin, steht ebenfalls ja natürlich im Wahlprogramm der Linken. Wie gesagt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung gerne reinschauen. Ich fasse das nur ganz kurz zusammen, sonst sitzen wir noch eine Stunde hier. Und das ist jetzt auch geradewegs nicht so das Gelbe vom Ei. Beim Thema Gelben vom Ei, Corona-Folgekosten, wie soll Deutschland wieder nach Corona fit gemacht werden? Da schlägt die Linke eine Vermögensabgabe nämlich vor.
die auf, so heißt es, auf das Nettovermögen von über 2 Millionen Euro erhoben werden soll. Das Ganze soll progressiv dann von 10-30% gestaffelt werden und 20 Jahre lang über in Raten abgezahlt werden. Auch das Thema Ost-West ist ja ziemlich wichtig. Die Linke war ja vor allem, als sie ja durch die Fusion der WASG, der Wahlalternative, WASG, so hieß sie ja, das waren ja viele, die früher bei der SPD waren, und natürlich die PDS, die Vorgängerpartei der Linke und die Nachfolgepartei der SED, nämlich zur, wie gesagt, zum Thema Ost-West, vor allem im Osten ja sehr stark. Da hat ja die AfD, da war ja die Linke ja zum Teil mindestens, zumindest in ein paar Bundesländern abgelöst. Wie gesagt, in Thüringen, da regieren sie ja sogar und stellen den Regierungschef. Und zum Thema Ost-West, da will man von allen, und da kommt man auch zum Thema Rente zurück, das Rentenniveau angleichen. Also Ost und West soll angeglichen werden. Eine weitere Forderung ist unter anderem auch, dass es einen Untersuchungsausschuss zur Treuhand geben soll. Die Treuhand, die ja, nachdem ja die staatlichen DDR-Unternehmen ja sollten entweder privatisiert werden oder, wenn das nicht möglich gewesen wäre, ja, entsprechend dicht gemacht werden. Und da wollen die Linken dann einen entsprechenden Untersuchungsausschuss im Bundestag. Dann bleibt noch ein Thema übrig, und zwar nämlich das Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Und da will ich auch gerne auf das erste TV-Triell Ende August nämlich drauf anknüpfen. Denn da war unter anderem ja nämlich ja die Kritik von Armin Laschet an SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, nämlich, dass er ja das gerne ausnutzen möchte, mit den Linken zu regieren, die aber ja auch, und das schreiben sie auch in ihrem Wahlprogramm, ja, die NATO auflösen wollen. Und ja, und das durch ein, so heißt es, kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat, zu ersetzen. Da hat ja Olaf Scholz so richtig, ja, richtig eine Packung von Armin Laschet beim ersten TV-Triell bei NTV RTL ja bekommen. Und natürlich herrscht vor allem auch da ja, sagen wir mal, eher so ein Zwist. Es steht natürlich drin, aber dennoch, Einigkeit herrscht auch bei der Partei, ja vor allem bei den Einsätzen der Bundeswehr, dass man die ja ablehnt. Zurückziehen sollen sie sich, das sagte ja Janine Wisseler vor allem mal im Juni nämlich beim Deutschlandfunk. Wir haben gegen alle Einsätze im Bundestag gestimmt und wollen die Soldaten aus all diesen Einsätzen zurückholen, sagte sie damals. Natürlich, klar, man hat die Bundeswehr ja jetzt ja aus Afghanistan zurückgeholt. Dennoch gab es da auch heftigst Kritik. Wie schaut es denn eigentlich aus, wenn wir ja auf die Linken an sich gucken in den Umfragen? Das ist ja jetzt eigentlich eher unwichtig. Da dümpelt sie halt immer noch so bei unter 10%, so zwischen 6-7%. Also das ist noch quasi, sagen wir mal, noch ja, nicht geradewegs gut. Was es aber angeht bezüglich der Geschichte mit, ja, mit der Linken, was nämlich die, wie soll ich das sagen, das Parteiprogramm an sich angeht, das möchte ich gerne mal so zeigen. So, ich muss mal gerade mal ganz kurz auch noch währenddessen im Flug mein Dingens ändern. Ich habe es wieder falsch eingestellt, deswegen tut es mir leid, jetzt ist es hoffentlich besser. Und da seht ihr das natürlich in der kompletten Form. Ihr könnt es natürlich auf der Webseite der Linken selbstverständlich auch in vereinfachter Sprache finden. Das ist, wie gesagt, ja auch ziemlich neu und auch empfehlenswert. Deswegen schaut da auch mal gerne mal rein. Jetzt passt es wieder nicht, ne? Ja gut, ich muss sowieso die Masken für die anderen Dinge eh nochmal neu machen. Werdet ihr dann noch sehen, beziehungsweise habt ihr dann wahrscheinlich schon gesehen. Ist ja heute Dienstag, zumindest, was sie auf YouTube angeht. So muss ich das sagen. Ja, und natürlich ist auch klar, dass ich euch auch entsprechend andere Infos noch geben möchte zur Bundestagswahl. Da gibt es nämlich die Webseite bundestagswahl-2021.de, die ich mal gefunden habe. Und ihr könnt dort auch, wie gesagt, alle Wahlprogramme herunterladen. Nicht nur, wie gesagt, der im Bundestag vertretenen Parteien, sondern auch noch ein paar andere. Ich glaube aber, hier sind nur die im Bundestag vertreten sind. Zum Beispiel auch das der eigenen, der CSU sogar. Und natürlich auch, wie gesagt, der Freien Wähler. Dann natürlich die Partei, die Tierschutzpartei, die Piratenpartei, die ÖDP ist auch noch hier mit dabei, die Partei hoch 3 heißt sie, glaube ich, V-Partei hoch 3 und viele, viele mehr, auch die Bayernpartei in Bayern zum Beispiel oder die MLDPD, die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands und so weiter, Volt ist mit dabei, der Südschleswische Wählerverbund ebenfalls mit dabei, die LKR, eine Abspaltung der AfD,
Ja, das wissen wir ja, gegründet worden unter anderem vom ersten AfD-Chef Bernd Lucke und so weiter und so fort. Also da sind dann auch noch die anderen Parteiprogramme zu finden. Weil wenn wir jetzt die anderen noch durchgehen, dann hätte ich, wie gesagt, das sage ich ja öfters mal gerne, noch weiter alles, so also hätte ich schon im Juli beginnen müssen und das wäre natürlich geradewegs nicht so dolle gewesen. Naja, was soll's. Deswegen schaut mal einfach mal da rein, Bundestagswahl-2021.de. Und das war's auch jetzt schon von der Reihe, die Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien hier bei Dercho TV. Das heißt, ihr habt jetzt die Wahl. Und wenn es euch, wie gesagt, wirklich nicht reicht, lest sie euch durch, die Wahlprogramme. Geht, wenn noch möglich, auf Veranstaltungen, wenn die natürlich durch Corona möglich sind und macht auch den Wahl-O-Mat. Aber der Wahl-O-Mat ist, wie gesagt, am Ende nicht wahlentscheidend. Das müsst ihr bitte beachten. Das ist nämlich ziemlich wichtig. Und apropos Wahl-O-Mat, am kommenden Donnerstag hier, das wird wie gesagt der 16. September nämlich sein, da werdet ihr dann natürlich hier den Wahl-O-Mat mit mir miterleben. Den werde ich dann natürlich auch noch ausfüllen. Also freut euch drauf, wird ziemlich lustig. Und deswegen freuen wir uns dann drauf, oder ich freue mich vor allem drauf, dass wir uns dann am Donnerstag hier bei Update Spezial wiedersehen werden. Dankeschön aber erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wie gesagt dann am kommenden Donnerstag wieder oder live auf Twitch am Mittwoch wieder. Und natürlich gibt es morgen auch auf YouTube ein neues Video, Folge 54 von Pokémon Heart Gold, dem Dercho TV Let's Play im Moment hier auf unserem YouTube-Kanal auf derchotv.de ebenfalls zu finden. Und dort finden wir auch alles andere. Also, schaut rein, ich freue mich, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.